Was zuletzt geschah. Günther traf einen neuen Verbündeten. Leon, der früher ebenfalls ein Pokémon war, hatte von seinen Taten gehört und bot nun eine Zusammenarbeit an. Also machten sich die neuen Verbündeten, die Teams der beiden Trainer und die Trainer selbst einander bekannt. Leons Pokémon Endivia und Spark stellten sich so als neue Rekruten von Bulbis alter Gilde heraus. Und Spark als Mitglied von Eevees ehemaligem Stang. Und er hegte immer noch denselben Hass. Die Beziehung zwischen seinem ehemaligen Partner bei der Rettung des Zeitturms und Eevee war nur eines der Argumente, weshalb Leon kein Verständnis für ihn hatte und ihn dazu brachte, zu kooperieren. Zudem teilte er Günther den Aufenthaltsort eines Generals mit. Und so würden beide Trainer sich diesem zusammenstellen. Wenn nicht noch etwas dazwischen kommt. Kapitel 20. Unerwartete Wiedersehen. Der Plan stand fest. Wir würden uns am Mittag mit Leon treffen. Da es schaden könnte, wenn wir zusammen gesehen werden würden, entschieden wir uns am Ort des Geschehens selbst zu treffen. So machten wir uns früh am Morgen bereit, um den zweiten General zu besiegen. Kyurem, das legendäre Eisdrachen-Pokémon. Es würde definitiv kein leichter Kampf werden. Vor allem stärkten die Embleme die Generäle der Armee noch weiter, als ob sie nicht ohne stark genug wären. Wir brachen relativ früh auf. Der Plan war, noch kurz in der Stadt das Gebäude mit dem ersten Pokémon zu begutachten. Denn auch wenn Leon selbst es nicht wollte, wir mussten dieses Pokémon befreien. Es war offenbar sehr stark und wir könnten es definitiv als Unterstützer gebrauchen. Doch dazu mussten wir es erst einmal da rausholen. Und die Konsequenzen waren mir klar. Es würde nicht möglich sein, in dieses Gebäude einzudringen, ohne dass es irgendwie bemerkt werden würde. Doch die Menschen sahen mich ohnehin bereits als Feind. Noch diese Nacht würde ich in das Gebäude eindringen und das Pokémon befreien. Doch zuerst stand General Kyurem bevor. Doch, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, auch vor ihm wartete noch ein weiterer Gegner. Wir hatten uns das Gebäude angeguckt und eine große Schwachstelle des Sicherheitssystems gefunden. Vielleicht wäre sie für die meisten keine Schwachstelle, doch wenn man starke Psycho-Pokémon dabei hat. Denn das Gebäude war nicht teleportgeschützt, aber gleichzeitig musste ich alleine dort hinein. Aber dazu später mehr. Als wir gerade von diesem Ort aufbrechen wollten und uns in Richtung des Waldes aufmachen, sprach mich ein Trainer an. Und zwar nicht irgendein Trainer. Warte mal, Walrossmann, nicht so schnell. Der erste Trainer, den wir in dieser Welt geschlagen hatten. Snens Ehrgeiz war durch uns geweckt worden und nun stand er mir wieder gegenüber. Du kannst nicht vor mir flüchten, ich hab dich letztes Mal unterschätzt. Aber dieses Mal weiß ich, wie du kämpfst und ich kenne deine Tricks. Ich verlange eine Revanche. Hast du dich von deiner letzten Niederlage etwa schon so schnell erholt? Willst du etwa schon eine zweite abholen? Naja, ist nicht mein Problem. Wenn du deine Revanche willst, dann sollst du sie haben. Sehr schön, aber dieses Mal wird fair gekämpft. Kein Startvorteil für dich. Und wie ich sehe, auch kein Chalas, das mich überraschen kann. Aber dieses Mal bin ich auf Überraschung eingestellt. Also, beide schicken gleichzeitig ihr erstes Pokémon. Los! Und so begann der zweite große Kampf gegen Snens. Der Kerl, der schon vor meiner Reise in die Pokémon-Welt immer eine Art Rivale für mich war. Immer war es ein Duell. Wer schrieb bessere Noten? Wer wusste mehr? Wer war beliebter? Damals gewann Snens meistens. Nur nicht im Sprachenunterricht und am Punkt mit der Beliebtheit. Doch in diesem Abschnitt war es sowieso immer eher Not gegen Elend. Doch dies hatte sich für uns beide geändert. Snens war zu einer ziemlichen Berühmtheit herangereift. Und auch ich hatte Freunde fürs Leben gefunden. Auch ich war berühmt, in dieser Welt jedoch eher weniger positiv. Ich merkte, dass er einen Teil seiner Überheblichkeit abgelegt hatte und nun einen spannenderen Kampf bieten wollte.
Doch alleine mit meiner Kombination aus den beiden legendären Äonendrachen sah ich keine guten Chancen für meinen Gegner. Ich war gespannt, ob er in irgendeiner Form stärker geworden war, als ich den Kampf mit Tydropi begann. Ich hatte überlegt, Lord Ecke kämpfen zu lassen, doch ich wusste, dass er seine Kraft noch gut brauchen konnte. Snance entschied sich für einen anderen Start als noch beim letzten Mal. Sein Pikachu, das durch Chillast letztes Mal ausgeschaltet wurde, stellte sich nun an die erste Position. Sieh an, eine gute Ausgangslage für mich. Sein Übermut kehrte offensichtlich bereits zurück. Rechnete er wirklich nicht mit einer Bodenattacke? Und das gegen einen Hydropi? Was jedoch schnell auffiel war, dass sein Pikachu offensichtlich ein gutes Stück höher gelevelt war. Es schaffte es vor Hydropi zum Angriff zu kommen. Pikachu, Donnerschock! Die Attacke traf keinesfalls schwach. Nach dem nächsten Treffer dieser Art würde Hydropi nicht mehr weiterkämpfen können. Aber auch ich hatte effektive Angriffe. Hydropi, Lehmschelle, besiege es. Doch dieses Mal war ich es, der seinen Gegner unterschätzt hatte. Hydropi griff an und traf glorreich gar nichts. Ha, denkst du, ich rechne nicht mit deinen Bodenattacken? Eigentlich hatte ich diesen schönen Luftballon als Vorsorge gegen deinen Chillast eingepackt. Aber da du das nicht dabei hast, das tut es wohl auch. Und so kam es, wie es kommen musste, und Hydropi musste sich zurückziehen. Sehr schlau gemacht, ein Elektro-Pokémon, das nur Boden als Schwäche hat, mit einem Luftballon auszustatten. Wirklich clever, aber der Kampf ist deswegen noch lange nicht entschieden. Latios betrat den Kampf als nächstes. Er war eindeutig schneller als Pikachu und eine Psychokinese richtete großen Schaden an. Es reichte zwar nicht ganz aus, um es auszuschalten. Und der gegnerische Biss richtete durchaus Schaden an. Doch Latios schaffte es in der darauffolgenden Runde, es auszuschalten. Und schon war der Kampf auf meiner Seite. Latios beherrschte Dampfwalze, was beide Pokémon, die mein Gegner noch hatte, stark treffen würde. Doch wieder war er vorbereitet. Snance hatte sein Team seit unserem letzten Treffen erweitert und schickte ein Quiekel in den Kampf. Ich bin vorbereitet. Dieses Mal werde ich nicht verlieren. Ich sah meinen Mitstreiter an. Latios, traust du dir das zu oder willst du lieber wechseln? Ich schaffe das schon. Ein Wechsel würde nichts bringen. Lord Ecke und Latias würden beide ebenso stark getroffen werden wie ich. Eevee kann ihn auch nicht stark treffen und Seemops muss ebenfalls aufpassen. Quiekel können durchaus Gesteins- oder gar Kampfangriffe beherrschen. Ich pack das schon. Die nächste Runde brach an. Latios war erneut schneller. Jedoch konnte er den Gegner nur zur Hälfte besiegen. Zudem war das Quiekel unerwartet stark. Es beherrschte tatsächlich die mächtige Attacke Eisstrahl. Aufgrund des Bisses, der Latios bereits verwundet hatte, war ich zu einem Wechsel gezwungen. Tut mir leid, ich habe mich eindeutig überschätzt. Seemops nahm seinen Platz ein und musste sofort ein Felsgrab einstecken, genau wie es Latios vermutet hatte. Die Attacke machte unfassbaren Schaden und schaltete Seemops bereits aus. Was denn los mit dir, Walross? Bin ich etwa doch zu stark? Er war deutlich besser geworden, das musste ich ehrlich zugeben. Doch noch hatte ich nicht verloren. Latias, komm, du kannst es ausschalten, bevor es angreifen kann. Latias schaffte das, was ich sagte, und schaltete Quiekel aus. Als nächstes folgte erneut Kamaup, was ich taktisch unklug fand. Dieses Pokémon hatte nämlich nichts wirklich Starkes gegen Latias. Und so schaffte sie es auch, Kamaup auszuschalten. Ich wusste, dass ich nah am Sieg war, als Snance Craze in den Kampf schickte. Dieses Mal werde ich mich nicht austricksen lassen. Ich sehe, wie geschwächt euer Team ist. Das gewinne ich. Er schaffte es leider vor Latias anzugreifen. Auch sie musste sich zurückziehen. Ich kam langsam in Bedrängnis. Doch ich hatte noch einen Joker, mit dem er niemals rechnen würde. Los, Eevee, beende es. Craze wirkte nicht beeindruckt von seinem Gegner. Du kleines Wegknoll, willst mich besiegen? Was hast du denn vor? Hydropumpe benutzen? Viel Spaß dabei! Diese Aussage blieb ihm nur Sekunden später im Hals stecken. Eevee kam zuerst zum Angriff. Und mein Ausruf schien unsere Feinde bereits sehr zu verwirren. Eevee, Hydropumpe, beende es! Sofort entwickelte sie sich zu Aquana.
Die Hydropumpe traf unerwartet und dementsprechend kritisch. Es reichte, um unseren Feind von den Beinen zu werfen. Der Kampf war zu Ende. Einen Moment stand Snens stumm da. Das ist Betrug! Ich hätte gewonnen! Dieses Evoli hat sich einfach im Kampf entwickelt. Das ist unfair! Nein, das ist Eevee. Und sie kann so etwas. Eevee ist kein normales Evoli. Wütend zog Snens ab. Als ich einige Hypertränke aus dem Supermarkt ausgab, war mir bereits klar. Wir würden ihn wiedersehen. Bald erreichten wir einen Punkt im Wald, in dem ein Loch im Boden war. Leon wartete dort bereits, zusammen mit Endivi und Spark. Was hat euch denn aufgehalten? Ihr seid spät dran. Tut mir leid, ein alter Bekannter hat uns aufgehalten und wir mussten kämpfen. Aber wir haben Snens wieder besiegt. Hauptsächlich durch Eevees Fähigkeit. Der letzte Seitenhieb ging an das Blitzer, das verächtlich in Eevees Richtung sah. Aber egal, da unten ist der General. Ja, kannst losgehen. Eine Antwort war nicht nötig, als wir zusammen in die Tiefen aufbrachen. Nach ein paar Minuten begann die Temperatur enorm zu sinken. Die Wände wurden mit Eis überzogen und der Boden war rutschig. Bald erreichten wir einen großen Raum. In seiner Mitte schlief ein riesiges Monstrum. In der Sekunde, in der wir den Raum betraten, öffnete der Drache seine Augen. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Kyurem, wir sind hier, um deine Rolle in diesem Krieg zu beenden. Das Ungeheuer richtete sich auf. Wir konnten das Emblem erkennen, das es um den Hals gebunden hatte. Es leuchtete grell. Ihr Menschen wollt mich besiegen. Mich. Wir wollen und wir werden. Diesen Krieg werdet ihr verlieren. Warum hast du dich Dyker überhaupt angeschlossen? Was hast du denn davon? Oh, sehr viel. Die normalen Kämpfer dieser Armee kämpfen um Anerkennung oder um Rache. Doch wir Generäle sind zu höheren Berufen. Meister Darkrai hat unser wahres Potenzial erkannt. Er hat uns Macht gegeben. Und sobald dieser Krieg zu Ende ist und die Menschen besiegt, wird dieser Planet zu einem Ort unserer Herrschaft. Ein Drittel des Planeten als Reich für jeden General, der interessiert ist. Den anderen beiden wurden andere Dinge versprochen. Aber das ändert nichts am Kampf zwischen uns drei Generälen. Machados Niederlage gefällt mir sehr gut. Er hat seinen Anspruch verloren. Sein Anteil an dieser Welt wird nun unter den anderen aufgeteilt. Wenn ich euch besiege und Deoxys fällt, dann wird mir der ganze Planet gehören. Es wird mein Reich werden. Das ist Wahnsinn. Dieser Planet gehört seinen Bewohnern. Und dafür werden wir sorgen. Du wirst fallen, Kyurem. Nicht einmal in euren Träumen. Euer Ende steht bevor. Und so begann die Schlacht gegen Kyurem, untergebener Darkreis. Leon begann die Schlacht unfassbar unerwartet. Er zog einen Pokéball und schickte ein rotes Myrapla in den Kampf. Darf ich vorstellen? Waldbrand. Das etwas andere Myrapla. Eevee, du bist nicht die Einzige, deren Typ nicht ganz dem Normalen entspricht. Waldbrand ist ein Feuertyp und der Spezialist, von dem ich euch schon erzählt habe. Ich wollte kein Risiko eingehen. Lord Ecke übernahm sofort den Anfang. Zusammen mit Waldbrand würde er Kyurem hoffentlich stark schwächen können, sodass Eevee den Schlussstrich setzen konnte. Und tatsächlich begann der Kampf sehr gut. Kyurem schien vor allem mit dem ungewöhnlichen Gegner auf Seiten von Leon große Probleme zu haben und wurde so ziemlich von Lord Ecke abgelenkt. Die beiden schafften es, mit ihren Feuerattacken große Schäden anzurichten. Doch Kyurem änderte urplötzlich seine Strategie und wieder eine Kurzschlussreaktion meinerseits. Ohne Vorwarnung wandte er sich Lord Ecke zu und versuchte, ihn mit einem Stampfer zu erledigen. Es geschah etwas Ähnliches wie an unserem zweiten Tag in dieser Welt. Doch dieses Mal war die Determination nicht daran beteiligt. Ich weiß selber nicht, warum ich tat, was ich tat. In meinem Schock und meiner Sorge um meinen besten Freund schoss mein Arm nach vorne und Kyurem fiel zurück. Sein Angriff wurde abgebrochen von einem anderen Angriff. Alle sahen verwirrt zu mir. Hast du gerade Aquaknarre benutzt? Wie kann das sein? Auch unser Feind war verwirrt von dem, was geschehen war. Ein Mensch nutzt eine Pokémon-Attacke. Wie kann das? Doch er konnte nicht aussprechen,
Ein riesiger Feuersturm traf ihn mitten in seine ungeschützte Unterseite. Waldbrand hatte die Situation ausgenutzt. Lass niemals deine Deckung fallen. Ohne weitere Worte ging der Drache zu Boden. Das Emblem fiel von seiner Halterung. Ich ging hin und sammelte es ein. Es hatte eine seltsam vertraute Aura. Plötzlich erhellte ein dunkler Blitz den ganzen Raum. Eine eigenartige Stimme war zu hören. Versager, du hast deinen Meister enttäuscht. Verschwinde, geh dahin zurück, wo du herkommst. Als der Blitz endete, waren sowohl Kyurem als auch die Stimme verschwunden. Der zweite General der feindlichen Armee war besiegt.